Tricep Extension eigentlich. Ja. Das ist die. Hallo, ich bin Fritz. Nico jetzt. Ist es Video? Ist 3D? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berlin Babel. Und es ist fast schon Anfang April. Es ist richtig geiles Wetter heute. Wir haben 20 Grad in Berlin und wir haben gerade eine Equipment-Lieferung bekommen. Denn wir haben gesagt, naja, das, was wir an Equipment hier haben, gerade so ein bisschen kurz und so, ist ein bisschen wenig. Und jetzt sind wir faktisch voll aus. Als wäre Fritz in so einem Bälleparadies. Macht ja immer alles fürs Video, weißt du? Sonst muss er was machen. Sonst macht er nie was. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt gerade in der Hoffnung, dass irgendwann mal wieder hier ein Kursbetrieb und so stattfinden könnte, dass wir einmal die Dumbbells voll machen, damit wir 5 bis 40 Kilo, 200 Kilo Schritten haben. Wir haben jetzt die Dumbbells bekommen, die sind tatsächlich auch frisch aus der Fabrik aus China. Eine Sache, wenn die hier so neu ankommen, die sind noch richtig ölig und die stinken ein bisschen. Deshalb schmeißt man die alle erstmal eine Runde hier auf den Boden. Und dann werden die heute erstmal einen halben Tag hier draußen liegen. Ehrlich gesagt kann man mit denen so definitiv noch nicht trainieren. Wie? Eurotraining! Nico! Das Ding ist, ich sammle die, dann kriegst du die alle. Kann ja nichts gegen sagen. Hast du auf Wish bestellt, ne? Ich würde eigentlich mal ganz kurz sagen, dass wir uns mal kurz umdrehen und kurz mal überlegen, dass wir trotz Corona, trotz Lockdown, trotz sich eigentlich permanent erfolgreich von der Regierung in Arsch lassen, geschafft haben, dass wir trotzdem weiterkommen. Das ist schon mal nice, ja. Also wir kommen trotzdem weiter, machen viel, müssen auf viel verzichten, aber eigentlich haben wir relativ viel Spaß. Ja, ja. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das ist viel mehr wert als kein Geld für Essen. Safe, ja. Also, so schlimm geht's uns nicht, aber wir sind nah dran. Nah dran. Aber trotzdem on schon. The edge, leben am Limit. Every day. Da sind sie. So. GHG wird aufgebaut. Ich glaube, jetzt doch kein Outdoor-Training, das machen wir morgen. Weil wir natürlich erstmal hier die Bastelarbeit vollenden möchten, sodass das GHD auch heute schon einsatzbereit ist. Eigentlich ist ja immer Samstag Basteltag, aber wir haben heute mal vorgezogen, den Basteltag. Heute basteln wir mal an. Welcher Tag ist heute? Heute, keine Ahnung, ich glaube Dienstag. Also Dienstag, ja, der ursprüngliche Basteltag, der auf den Samstag fällt, ist heute mal auf den Dienstag gefallen. Ich habe gerade Kreislauf, oder? Ich habe auch gerade Kreislauf gehabt. So. Da steht das gute Ding. Und wie es natürlich bei einer herausragenden Anleitung der Fall sein muss, hatten wir hier auch 2-3 Schritte nicht in der Anleitung mit aufbegriffen und haben natürlich dann entsprechend die Sache falsch aufgebaut. Also einen Schritt übersprungen, mussten dann wieder was abbauen, um was hinten raus quasi wieder reinzubauen. Man liebt es, ist nicht nur bei IKEA der Fall, sondern auch bei Sport-Equipment-Herstellern. Scheint also eine generelle Krankheit von Produktionsfirmen zu sein. Aber wir haben es jetzt fast fertig, sind im letzten Schliff, letzten Kniffe werden gemacht und dann haben wir auch ein GHD hier. Wir haben gerade ein neues Video abgedreht und zwar das wunderbare GHD Review, was wir nämlich am Mittwoch aufgebaut haben. Und da ist uns aufgefallen, wir haben ja gar nicht mehr weiter gevloggt. Also das, was ihr gerade gesehen habt, der Aufbau, der ist schon 4 Tage her. Und was heißt eigentlich GHD? Das ist eine gute Frage. Also geiles Hamburger-Dinner. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Schreibt es mal in die Kommentare, wir wissen es tatsächlich nicht. Könnt es uns mal auf die Sprünge helfen. Jedenfalls, was wir noch ansprechen wollten, ist, dass unsere März-Challenge vorbei ist. Wir haben heute den 2. April und wir hatten 500 Swings jeden Tag gemacht im März. Und da wollten wir die ganze Thematik nochmal aufgreifen und nochmal ein kleines Fazit da lassen.
Aber bevor wir auch das machen, ganz kurzer Reminder, neue Challenge beinhaltet was? Air Squats und Push-Ups. Und die mache ich jetzt. Zugegebenermaßen ist heute schon der 3. April. Unsere neue April-Challenge geht folgendermaßen. Am 1. April sind wir gestartet mit 10 Air Squats und 5 Push-Ups. Jeden Tag werden es 10 Air Squats mehr und 5 Push-Ups mehr. Das heißt, am ersten Tag 10 Squats, 5 Push-Ups. Zweiter Tag 20 Squats, 10 Push-Ups. Dritter Tag 30 Squats, 15 Push-Ups. Ich hoffe, ich habe das richtig gerechnet. Und dann gibt es ja auch noch eine andere Challenge. Es ist ja der 1. April und weil Nico dachte, ich mache wieder einen April-Scherz, habe ich ihn herausgefordert, wer von uns beiden legt eigentlich in den nächsten 3 Monaten die krassere Transformation hin. Also wir werden gleich hier mal einen Status abgeben, wir uns nebeneinander stellen, wie wir aussehen und man kann uns ja nicht so richtig miteinander vergleichen. Ne? Ich meine, der hier ist ungefähr so der Gandalf unter den Trainierenden, ne? Trainiert schon eine ganze Weile, ist riesengroß und ich bin ungefähr so der Gimli, ne? Um mal in Herr der Ringe Sprache zu sprechen. Oder der Obelix. Das heißt, Obelix, passt auf, ne? Passt auf. Deshalb kann man das nicht so richtig vergleichen, aber wir werden euch einfach entscheiden lassen, das ist unser Startpunkt und dann in 3 Monaten wer hat die krassere Transformation hingelegt für ihn persönlich? Und dafür klären wir jetzt nochmal ganz kurz, wie sieht es gerade aus und was sind denn die individuellen Ziele von dem da und dem da. Dem da. Kurz, hab ich nicht. Kurz fürs Video. Nico hat gerade nochmal einen halben Liter Wasser getrunken. Hab ich nicht. Damit er eine krassere Transformation hinlegt. Reine Erfindung, reine so, Lüge. Hab ich muss nicht. Jetzt mal hier um mein Ei raus. Das ist jetzt meine Ausgangssituation und ich war die letzten 6 Monate mehr oder weniger verletzt. Konnte nicht so viel Gewichtheben trainieren wie sonst. Ich habe das Gefühl auch, dass es alles ein bisschen... Er hat trotzdem am Tag 2-mal trainiert. Ja. Nur so. Mann. Vorne. Hinten. Oh, Nico ist dran. Hey, ich muss kurz noch was trinken. Seite. Dein Schwangerschaftsbauch. Okay, kommen wir zu den Zielen. Ausgangspunkt habt ihr gesehen. Ich zieh mich gerade noch an. Ja, ist völlig Wumms. Ausgangslage bei mir 95 Kilogramm, so roundabout. Wo will ich hin, weiß ich gar nicht. Ich bin damals mal nach einer Diät bei 86 gelandet, war aber absolut nicht schön. Auf 1,95. Ich glaube, ganz cool wären 90 und die 90 relativ lean bei 10%, 12% Körperfett. Und ja, Fritz, wo soll es bei dir hingehen? Also, Status bei mir. Ich habe mich gerade gewogen, 95,4 Kilogramm. Krass. Ziel ist für mich auf jeden Fall ein bisschen leaner sein. Für mich bedeutet leaner sein eigentlich nur ein bisschen mehr Bauchmuskeln sehen. Und ich glaube, Körpergewicht sollte tendenziell da bleiben, wo es ist. Wenn ich Gewichtheben mache, bin ich wahrscheinlich in dieser 96er Gewichtsklasse. Lach jetzt nicht, ja? So, das heißt, irgendwo bin ich da genau richtig. Und Mina erzählt ja immer so viel über Body Recomposition. Und dann soll sie jetzt mal zeigen, was sie hier recomposen kann. Damit sie hier mal ein bisschen liefert. Grundsätzlich, ich bin ja ein ehrlicher Typ. Ja? Recomposen. Okay, weiter. Ich bin mal ganz ehrlich, ich fühle mich persönlich immer besser, wenn ich mehr Muskeln habe, also wenn ich muskulöser bin. Das ist eigentlich wurscht wohl. Ich habe schon immer relativ fette Beine, hatte schon als Kind fette Beine, ist bei mir einfach angeboren und dafür kann ich gar nichts. Und bei den Armen ist es ungefähr auch immer so. Ich trainiere zwar ab und zu mal Arme, aber jetzt auch nicht so viel. Für mich ist immer mehr besser. Ich finde mehr Muskeln besser, ich bin ganz ehrlich, ich trainiere auch dafür, irgendwie Muskeln zu haben und so dieses ganze Abnehmen oder so ist mir gar nicht so wichtig. Ich will irgendwie so, dass man die Bauchmuskeln ab und zu mal sieht, wenn ich nicht gerade wieder Pommes gegessen habe, ja, aber Hauptsache ich habe hier irgendwie ein bisschen Gepäck dabei so und sehe halt aus wie jemand, der mit, ne, der mit seinen Backsteinhänden auch mal durch die Gipswand durchhaut, so das ungefähr. Ich glaube, das beschreibt mich halt, glaube ich, auch einfach ganz gut. Und das ist auch so das Ziel. Ich will ein bisschen leaner sein, ein bisschen mehr. Ich habe immer so eine fette Kühlschrankhüfte, das kann mal ein bisschen athletischer aussehen und nicht nur irgendwie so Strongman-mäßig. Und das ist so das Ziel. Ist das verständlich? Ja, ich kürze es runter, aber ich glaube, die Main-Message wird ankommen. Alles klar, gut. Wir müssen mal gucken, ob wir das Video jetzt quasi beenden oder ob wir noch was über die Kettlebell Challenge erzählen. Wenn nicht, kommt ein separates Video noch die Tage. Und wenn doch, dann kommt jetzt im nächsten Sequenz quasi noch was zur Kettlebell Challenge. In diesem Sinne, Regenrinne.